Ich kandidiere, heute Ralf Böses, als parteiloser, unabhängiger Abgeordneter für das bedingungslose Grundeinkommen im Bezirk Mitte-Wedding. Sie kandidieren in Ihrem Wahlkreis als unabhängiger Abgeordneter, parteiloser, unabhängiger Abgeordneter. Wie wird man das? Ja, der formale Weg ist sehr einfach. Man geht zum Kreiswahlamt und sagt, dass man kandidieren möchte. Dann bekommt man nach einigen Unterschriften 200 Formulare. Die müssen dann unterschrieben werden von Menschen, die im Wahlkreis wohnen. Und dann gibt man sie wieder ab und dann hat man gewissermaßen die Hürde genommen. Man sollte ein paar mehr nehmen, damit man, falls welche ausfallen. Also einige Stimmen vielleicht ungültig sein sollen. Also 200 braucht man. So, dann hat man die und dann geht die Arbeit erst los. Was kommt dann? Also bei uns war es dann so, wir mussten die Webseite gestalten, wo unsere Inhalte gut zu sehen sind. Wir hatten das Problem mit der Logogestaltung und was alles so ist. Der ganze Auftritt musste geplant werden. Diese Planungsphase ging relativ lang. Und dann geht der Auftritt nach außen, dann hat man fertige Flyer und Plakate und sowas, die werden dann verteilt. Das ist sehr viel Arbeit. Wir haben 324.000 Bewohner in Berlin-Mitte. Da kann man ganz schön sich ranhängen, damit einige davon wenigstens was davon mitbekommen. Wir stehen auf der Straße, wir stehen vor den Ämtern, wir machen abends Touren durch die Lokale und sprechen mit den Menschen und erklären ihnen das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens, machen viele öffentliche Veranstaltungen und so weiter. Sie kandidieren ja für das bedingungslose Grundeinkommen. Und wie bekannt ist das jetzt schon in Ihrem Wahlkreis, dass Sie das machen und das Thema? Ja, also das Thema ist in Mitte bekannt, im Wedding aber zum Beispiel gar nicht. Wir merken das ganz stark, wenn wir irgendwo hinkommen, dass wir freundlich empfangen werden, wesentlich freundlicher in Mitte als im Wedding. Im Wedding sagt man so ungefähr, träumt weiter, was erzählt er für einen Quatsch, er wollte sowieso nur Geld kassieren auf unsere Kosten und deswegen ins Parlament. Wenn Sie dann im Parlament sind, wie viele Stimmen brauchen Sie, um diese Hürde zu nehmen? Eine mehr als der nächste. Also wir sind 9 Kandidaten hier in Berlin-Mitte und da gibt es halt ein Rennen um Stimmen. Und wenn ich eine Stimme mehr habe als der nächste Kandidat, habe ich gewonnen. Was können Sie als einzelner Abgeordneter im Bundestag mit diesem Thema bewirken? Also zunächst kann man als einzelner Abgeordneter nicht viel machen wegen der vielen Parteien. Beim Thema des bedingungslosen Grundeinkommens sieht es aber anders aus. Es gibt in allen Parteien Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Die können miteinander nicht sprechen. Zum Beispiel wer heute bei der SPD ist, kann schwer mit jemandem reden, der bei der Linken ist und so weiter. Wir als unabhängige Kandidaten können Beziehungen oder knüpfen mit diesen Menschen, die in allen Parteien bis in die obersten Spitzen vorhanden sind und die Kompetenzen sammeln und bündeln und Bündnisse schaffen für die Durchsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens. Da sind also noch lange und dicke Bretter vor allen Dingen zu bohren dann, ja? Ja, aber ich halte das für möglich. Also innerhalb der Parteienlandschaft kann wenig bewirkt werden, unterhalb der Parteienlandschaften viel. Dann sind Sie auch ein Mann aus dem Volk, wenn das dann noch klappt, ne? Was ist dann eigentlich aus der Petition zum bedingungslosen Grundeinkommen geworden? Die Internetpetition, die vor 4 Monaten mit 55.000 Stimmen von den Bundesbürgern abgegeben wurde. Also es ist die Petition von Susanne Wies. Diese Petition ist erstmal auf Eis gelegt worden. Sie soll nach der Wahl irgendwann behandelt werden. Es besteht aber keine Pflicht für den Bundestag, sich wirklich damit zu beschäftigen. Dann haben Sie jetzt eine neue Petition gestartet, Hartz IV, und zwar Sanktionen gegen Hartz IV ist das Thema. Worum geht es da genau? Nein, es dreht sich darum, die Petition geht darum, die Sanktionen in Hartz IV abzuschaffen. Die Sanktionen sind sehr scharf. Man braucht unter Umständen nur 10 Minuten zu spät zum Amt zu kommen. Dann werden einem bis 30% des Einkommens für die nächsten 3 Monate gesperrt. Früher war es so, sobald man eine Sache dann geregelt hatte, also man war rechtzeitig da, dann wurde die Sanktion wieder aufgehoben. Bei Hartz IV ist es jetzt anders. Es sind immer Zeiträume von bis zu 3 Monaten. Diese Sanktionierungen sind nicht normal durchzustehen, weil man hat das Geld von Hartz IV ist schon das absolute Lebensminimum. Sie führen einen in Hunger und Verzweiflung. Dann gibt es ja auch viel Ärger und Streit um den sogenannten Eingliederungsvertrag. Viele sagen, das ist sittenwidrig, das verstößt gegen die Vertragsfreiheit. Wie sehen Sie das?
Das ist tatsächlich so. Dieser Eingliederungsvertrag ist sogar gerichtlich schon angemahnt worden, dass er nicht funktioniert oder dass er gegen die Menschenwürde verstößt. Und er wird trotzdem erzwungen, dass man ihn unterschreibt. Wenn man ihn nicht unterschreibt, unterliegt man einer solchen Sanktion. Und dann haben sich ja Leute schon dagegen gewehrt. Dann kriegen sie die Sanktion. Und oft höre ich, wenn die Leute sich dagegen wehren, dann sagt der Bearbeiter, wenn das die ganze Mühle durch ist, Gericht und alles, und wenn er dann wieder vor dem Bearbeiter sitzt, dann sagt der Bearbeiter, mit dem mache ich nicht mehr so viel, da habe ich so viel Ärger. Ist das auch richtig so? Ja, das ist richtig. Also Menschen, die durch die sehr viel Ärger gibt, die werden dann manchmal auch hinterher freundlicher behandelt oder schärfer. Das kann man nicht wissen. Das liegt jeweils am Sachbearbeiter. Wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt werden soll, wie bezahlt man das? Das Geld für das bedingungslose Grundeinkommen ist heute schon im Umlauf. Wenn man alleine auch darauf schaut, was in Hartz IV und im Sozialsystem ausgegeben wird, ist es schon so viel, dass man jedem 900 Euro geben könnte. Also man muss bei Hartz IV die ganzen Überwachungsmaßnahmen mitsehen, die stattfinden, die Beantragungsmaßnahmen, dann der sogenannte zweite Arbeitsmarkt, der entstanden ist, wo Leute in unsinnige Bewerbungen gezwungen werden. Also sozusagen, wenn man die Überwachung der Überwachung oder die Kontrolle der Kontrolle abschaffen würde, heißt das Arbeitsamt weg, die kriegen dann auch ihr bedingungsloses Grundeinkommen und dann nur noch ein Versorgungsamt, wo man hingehen kann, das an- und abmelden. Also es gibt ja auch Leute, die werden geboren und sterben natürlich auch, dann wäre da schon sehr viel gewonnen und die Bundesrepublik würde dann sogar noch Geld einsparen? Das könnte sein, weil Hartz IV ist die falsche Therapie auf die vorhandene derzeitige gesellschaftliche Krankheit, wenn man das so sagen will. In den 70er Jahren wäre Hartz IV gut gewesen, also da hieß es fordern und fördern. Wer in den 70er Jahren nicht gearbeitet hat, da lag ja die Ursache wirklich bei ihm, weil ringsherum wurden Arbeitsstellen, da wurden Arbeiter gefordert. Heute, wenn einer arbeitslos ist, liegt das Problem nicht bei ihm, es liegt tatsächlich in der Gesellschaft, wo die Arbeit immer weniger notwendig ist. Wird. Sie wird ja auch immer mehr automatisiert und die Computer, die Produktivität durch die Computer ist ja so hoch und durch die Rationalisierung, dass ja gar nicht mehr so viele Menschen gebraucht werden. Genau, und deswegen ist die Förderung durch Fördern und Fordern wie heute das falsche System. Es ist so, wie wenn man einen Lungenkranken behandelt, auf Lungenkrankheit, aber es ist gar kein Sauerstoff da. Wer heute in Hartz IV ist und kriegt Fordern und Fordern drauf, wenn keine Arbeitsstellen da sind, ist das alles Unsinn. Mir wird ja auch oft gesagt, wenn die Leute 1.000 Euro kriegen, so also bedingungslos und einfach so, wie Sie sagten gerade, 700 bis 900 werden heute schon für jeden ausgegeben, der eben in den Transferleistungen drin hängt, dann wird gesagt, dass die Leute gar nicht mehr arbeiten gehen würden. Wie sehen Sie das? Also es ist völliger Unsinn. Zum einen, wer ein höheres Einkommen hat als 1.000 Euro, wird sich durch diese 1.000 Euro keinesfalls bremsen lassen. Das sind vor allen Dingen die Arbeitgeber. Die Arbeitgeber werden dann um Arbeitnehmer werben, weil wenn ich Zahnarzt bin, ich kann nicht alles in meiner Praxis alleine machen. Ich brauche meine Mitarbeiter. Dann werden sofort die Arbeitsbedingungen stimmen, weil dann gehen die Leute nur noch dahin, wo die Bedingungen stimmen. Also alle Ausnutzerei und alles, was heute ist, an einem Verfall von Löhnen und Arbeitsverhältnissen, das fällt weg. Und die Menschen, die also im wahrsten Sinne des Wortes die Drecksarbeit machen, heißt also unsere Mülltonnen leeren und alle diese Dinge, was sagen Sie denen? Also wenn man um Arbeitnehmer wirbt, muss man ihnen etwas bieten, dass sie gerne kommen. Das heißt, je unangenehmer die Arbeit, desto höher muss dann die Entlohnung sein. Und wie ist dann Ihre Stimmung im Wahlkreis? Wie sehen die Leute das? Also was haben Sie selber für Erlebnisse dabei? Also in Mitte versteht man uns, wenn man spricht. Da ist in Wedding ist das Vertrauen gegenüber der Politik und gegen neuen sozialen Ideen sehr gering. Da ist die Enttäuschung sehr hoch. Da kriegt man dann schon mal zu hören, drum weiter und noch üblere Sprüche. Und wenn man Sie jetzt am Sonntag wählen möchte, wo macht man da sein Kreuz? Auf der Wahlliste, man hat die erste und die zweite Stimme. Man muss bei der ersten Stimme unterschreiben und wir sind ganz, ganz unten. Gut, dann wollen wir hoffen, dass Sie vielleicht ganz oben nach oben kommen. Ne? Jawohl, das wäre auch was. Das ist eine Option von vielen möglichen.